Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Creativers mit dem lieben Gregor Onk und dem Sarazar, das bin zufälligerweise Creativers. Weißt du, was mir aufgefallen ist, was total sinnvoll ist, was total geil ist? Die Crouching-Funktion auf C. Guck mal, wie weit man da runterkommt. Es ist unsagbar, wie man da in die Tiefe geht. Einfach wow, es ist einfach super. Hast du direkt die Blowjob-Funktion getestet, obwohl der Sergeant Rumpel gar nicht am Start ist? Nee, die ist auf B. Die habe ich mir auf B gelegt. Da komme ich schneller hin, weißt du? So. Ja, herzlich willkommen. Das war's wieder mit der Folge. Tschüss. Tschüss. So, was machen wir jetzt? Die Folge ist noch vorbei. Was machen wir jetzt? Ich weiß nicht. Vielleicht sollten wir irgendwie mal zum Spiel zeigen. Das komm, kann so nicht ach komm, wir spielen Alter. Was Geileres als das hier. Ja, das ist echt. Nein. Ach komm, wir machen nur Spaß. wir machen doch nur Spaß. Das Was sind das eigentlich für Skelettblöcke da? Oh, da hier das ist ein Dings hier, Alter. Kannst du noch hier beim Berlin beim Museum einreichen? Ach so. Ihr richtige Fragmente der Vergangenheit. Also ich glaube, ich kann mich einfach beim Altenheim bewerben und muss noch warten. Genau. Okay, das ist gut. Das geht uns bald so, das geht schneller als wir denken. Der Handschuh geht aber gut. Ja, der fluppt, ne? Der Handschuh geht gut. Also der geht echt, wie neulich bei der Untersuchung. Ja, sollen wir mal besser jetzt ein Haus bauen oder willst du weiter hier erkunden? Das bist du. Also, ich dachte gerade, das ist irgendein Vieh. Ich sammle gerade diese komischen Knochensteine in der Hoffnung, dass die später irgendwas bringen. Das lohnt sich nicht unbedingt. Das lohnt sich erst später. Lass uns jetzt mal eine Behausung bauen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall den Proctor oder wie das Ding, oder Processor oder wie auch immer. Proctor und Gamble. Ey, Schleichwerbung. Alter, ey. Du gehörst auch zu diesen YouTubern, die ihre Seele verkaufen. Proctor und Gamble. Ja. Willkommen bei Proctor & Gamble LP. Ich bin heute Proctor & Gamble. Das ist ja Gamblen tun wir ja tatsächlich, wenn du so ja gut, das stimmt. Ja. Nur Proctor, mit dem Proctor klappt es noch nicht so richtig. Was wollen wir denn Prozessor, eigentlich? Den baue ich jetzt, Alter. Der ist super wichtig für uns. Ja, was macht denn der? Oh, wirst du sehen gleich. Ich lasse dich überraschen. Warte. So, jetzt habe ich den hier auf der... Nee, habe ich natürlich nicht auf der. Und Mining Cell, Wood Mining Cell. Extractor. Wir müssen bei den Dingern echt... Ja, der Extractor, den habe ich noch nicht ganz gecheckt. Das gebe ich offen zu. Aber hier, das Ding habe ich gecheckt. Warte mal, können wir hier irgendwie mal so bauen, dass wir das... Ah, komm, wir bauen hier mitten rein in unsere Hütte, okay? Okay, Erik. Ich sehe schon, was das macht. Bauen wir hier mitten rein unsere Hütte? Wäre das okay für dich? Ja, aber hier ist doch keine geile Aussicht. Okay, dann bauen wir die auf den Hügel. Weil ich will das ist so teuer, das will ich jetzt nicht einfach wieder irgendwo hinballern, weißt du? Okay, ich guck mal ganz kurz, wie viel kostet hier so ein Ding? Wir brauchen noch 2 Crackwood, dann baue ich uns ein Crafting Table. Ich gehe mal ganz kurz Crackwood besorgen. Okay, ich gehe mal gerade hier auf den Hügel und schau mal gerade, wie die Sicht so ist. Damit die auch genehm ist, ja? Genau, aber was für Abende. Genau, boah, hier ist schön! Ja, siehst du, ich wusste es doch. Ja, hier ist echt schön mit dem See und so. Der Sarazar, als er das erste Mal auch in Gifhorn war, das erste, was er gesagt hat, oh, voll schön! Hast du was gegen Gifhorn oder was? Nee, Gifhorn ist. Gifhorn for life, yo. Es ist the place to be, auf jeden Fall. Weißt du, als ich da mein erstes Rap-Konzert hatte? Weißt du, warum ich mich auf Twitter G nenne? Für Gifhorn. Das G steht für Gifhorn. Der G von Gifhorn. Natürlich. So, ich schau mal, ich hab jetzt eine Crafting-Table. Machst du bei Julians Block Battle mit eigentlich? SpongeBoss und so? Ich hab doch gesagt, wir machen das bitte nicht hier im Let's Play. Nicht verraten. Das werde ich irgendwann wird das rauskommen und dann ist auch gut. Ja gut, jetzt weiß es ja noch keiner, es guckt ja keine Sau. Ja gut, das stimmt. Also bei mir auf dem Channel nicht, bei dir gucken das nur ein, zwei, aber mir ist echt unter einer Kanone. Ja, nee, bei mir ist, ich bin out, ich bin alt geworden, deswegen bin ich jetzt nicht mehr angesagt. Ja, verstehe ich, guck dich auch nicht mehr, weißt du? Du bist mir ich weiß, auch wenn wir uns treffen, du guckst ja in eine andere Richtung. Ja, immer aufs Handy. Weißt du, denke ich mir, oh Gott, was machen denn die anderen so auf Twitter, ja? Oder ich muss mal so ein Tuch über den Kopf ziehen und 10 Meter hinter dir gehen. Was machen denn die coolen Leute heute so, weißt du? Also hier dachte ich, wäre ein schöner Platz für ein Haus. Ich hab gedacht, wir machen sowas wie zum Beispiel Creativers Reset und Creativers Leben. Ja, finde ich gut. Das sind so 2 Ideen, die hatte ich einfach ganz plötzlich. Ja. Und das sollten wir unbedingt machen. Willst du hier machen? Echt? Aber hier ist doch so unspektakulär. Spektakulär? Bist du hier in Hamburg gegangen oder was? Unspekulär. Jetzt habe ich gerade so kleine Ruckler. Spekulär. Komisch. Was ist denn hier los? Ja, hatte ich auch gerade. Wollen wir mal ganz kurz. Aber hier ist doch voll schön. Lass uns doch mal ein Meer suchen. Meer, Alter. Ja, genau. Wir haben in 80 Folgen unsere erste Hütte fertig. Nein, aber wir brauchen doch erstmal nur eine erste Billo-Hütte einfach, damit wir. Sarazar, wenn wir zusammen wohnen, okay, dann wollen wir doch auch schön wohnen, oder? Ja. Ich mache mein eigenes Zimmer, ne? Also nicht, dass du wieder hier. Hab gedacht an großes Schlafzimmer, Wasserbett, mit Büffelkopf. Spiegel drüber, Büff, der Büffelkopf. Sergeant Büffel. Alter, bei mir ruckelt's gerade voll. Ja, wieso? Also voll nicht, aber schon.
Ah, oh, Kiste, die hole ich mir. Alter, was ist denn da los? Ey! Alter. Wie so ein Staubsauger vorbeigeflogen. Was hier mit diesem schönen See? Denkt an, ja, wenn wir so auf so einer Klippe Meer bauen. Ja, ist ja kein Meer. Der Diva, ey. So, ey, wenn wir oben auf so einer Klippe bauen, kommen wir nicht hin. Weil das wäre auch geil. Aber guck mal, wir können ja was von der Landschaft zeigen, während wir uns ein Place to be suchen, weil das, okay, hier ist schon wieder geil mit dem, oh, mit dem, endlich mit dem Dschungel. Und der Gronkh ist nie in der Nähe, Alter, ist ja schön. Die habe ich schon geleert. Nee, die war voll noch. Tatsächlich. Ja, Mist. Ey, hier gibt's Lianen und Vines, Alter. Ja, hab einfach... ich doch gesehen, oh, aber... Alter! Nein, ich habe aus Versehen das Ding gesetzt. Boah, ich kann zum Glück wieder einsammeln. Boah, ich hatte aus Versehen den Prozessor gesetzt. Arbeit mit Profis, weißt du? Ja, sorry. Für die Leute, ich werde wieder gehatet, oh, weißt du, wegen dir. Ja, ja, ach, wegen mir liegt das. Nicht, weil du den Prozessor gesetzt hast. Ach so. Nee, weil ich der harteste Gamer in der Welt bin, aber die Leute, weißt du, ich bin dann immer so aufgeregt beim Let's Play machen mittlerweile, auch nach 3000 Videos noch. Ja, ich weiß. Dass ich dann immer zittere. Du bist ja auch Weltranglistenführer bei Battlefield 4, aber sobald die Kamera läuft, nee, bist du nervös. Das Ding ist genau, das wissen die wenigsten. Das Ding ist halt, das mache ich immer nur, wenn ich nicht aufnehme. Weil das wird mein Image zerstören, wenn ich zeige, wie gut ich wirklich spiele. Das stimmt, das stimmt. Weißt und da ist ja auch dieser, müssen dieser Mitleidsbonus, auf den, Alter, wir beide ja aufbauen, der, genau, ist dann ja auch weg. Wie die NHL Mighty Ducks, weißt du? Aber irgendwann, weißt du, dann zeigen wir unsere wahren Skills. Wir lassen uns damit, Alter, aber noch ein paar Jahre Zeit. Alter, voll die schöne Musik, ich habe einen Weihnachtsbaum gefunden. Nee. Das, Alter, komm mal, ja, ein bisschen später hin vorne, ist eine Truhe. Wo ist denn der, das Weihnachtsbaum? Das ist voll der Weihnachtsbaum. Und ich sehe dich gar nicht mal. Ich bin in so eine Höhle, also hier sind so ein Höhlenareal, so, rein. Okay. Also es ist keine Höhle, es ist mehr so ein Areal, was... Wo, ich kann es gar nicht erklären, es ist einfach schön. Ja, den Weihnachtsbaum könnt ihr dann beim Gronkh auf dem Channel sehen. Bei mir gibt es nur irgendwelche Truhen. Das könnt ihr nur bei mir auf dem Channel sehen. Ja, exklusiver Content. Nee, wo bist du denn? Dann musst du das auch sehen. Ich will das auch sehen. Hier, hier drüben bin ich. Sag, hier drüben. Hier drüben. Hallo, ich komme. Hier. Hallo, komm mal rüber. Ich sehe zwei Kisten auf Anhieb. Ich bin das hotteste Girl in Town. Hallo. Also für ein Haus ungeeignet, aber sieht cool aus mit dem Weihnachtsbaum hier. Ich finde das irgendwie geil. Ich weiß nicht warum. Also warum ich das sage, mein Charakter ist ein Girl. Ich wollte kein Girl sein. Ach so, deswegen. Ne? Deswegen. Okay, ja, voll. Ach, das, oder, soll ein Weihnachtsbaum sein, Alter. Das ist ein Weihnachtsbaum. Guck, Alter, mal, wie der hier angeordnet ist. Da hinten brennt es schön weihnachtlich. Die Welt ist doch zufallsgeneriert, glaube ich. Ja, aber kann das Zufall sein? Kann das Zufall sein? Das ist Schicksal. Ja. Das muss Schicksal, okay, sein, lieber. Okay, wir gehen woanders hin. Boah, das sieht voll schön aus da oben. Das habe ich doch gesagt. Oh, ich muss kurz eine Schweigeminute einlegen, weißt du, für den Weihnachtsmann. Wenn ich etwas mit dir verbinde, dann ist es auf jeden Fall nicht das Wort Schweigeminute. Wow, die kommen. Was machst du denn da? Der Agro-Weihnachtsmann ist da. Du kannst doch zu Weihnachten nicht die Rentiere. Der verbrennt. Anhauschen. Alter, was ist denn das für ein Loser? Ich wusste es doch. Voll der Leck gerade. Alter, der muss sich doch verbrutzeln. Der droppt das ja nicht mal was, wenn er verbrennt. Das ist ja scheiße. Ich habe jetzt extra draufgeschlagen, weil ich dachte, ich wusste es genau, warum du da drauf schlagst. Ja, natürlich. Hallo? Hallo? Jetzt hole ich mir noch ein paar Brownies. Aber hier drinnen können wir auch bauen. Ist auch schön. So in dieser Tal. Ja, da sind wir aber mitten in den Monstern. Da ist ja so dunkel. Oh, und was hältst du, wenn wir da mal gucken? Da oben? Komm doch mal mit. Komm, Gronkh, ich nehme dich mal an die Hand. Okay, ich gehe schon nach oben. Ich war schon genau hier auf der Seite. Ne? Okay, also ich. Hoch? Ich, ja, hier, dachte ich. Achso, nee, ich bin auf der anderen Seite. Bei mir ruckelt es ja, das macht ja nichts. Du bist ja gerne auf der anderen Seite. Es ruckelt das manchmal, ne? Ja, bei mir auch gerade. Wir treffen uns. Oh, ich glaube, es liegt aber daran, dass der Prozessor nicht mit unseren Skills mitkommt. Ich glaube, deswegen ruckelt das ab und zu mal. Wir sind zu fast einfach. Ja, und Furious auch manchmal. Auf jeden Fall. Viermal sogar. So. Aber Originalteile. komm da gar nicht hoch. Es ist viel zu steep, Alter. Okay, da komme ich auch nicht hoch. Das war eine Illusion. Auf dem Weg nach oben. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Aber ich habe hier einen schöneren Place gefunden, Gronkh. Ne, ich bin oben. Ich sehe dich nicht. Ah, nee, das ist ein Monster. Ich bin oben, Sarazar. Bau mal einen Teleporter. Bau mal auf dem Dach der Welt. Warte. Auf das Dach der Welt baue ich jetzt einen Teleporter. Ja, dann komme ich zu dir teleportet. Wie kann ich den bauen? Du legst den Teleporter, drückst R, ziehst den Teleporter mit der rechten Maustaste unten am Hot-Slot und dann nochmal die rechte Maustaste drücken. Und dann kannst du den anwenden mit der 1 und der linken Maustaste oder der 2 oder 3 oder 4, je nachdem, wo dein Hotslot ist. Fertig. Okay, dann komme ich jetzt mal. So. Ah, ich sehe dich da hinten. In 5 Sekunden bin ich da, Junge. Mach dich bereit. Hyper, hyper. Meine Freundin nennt mich Mr. T-Bett. Hey. So, ja, oder? Siehst doch so aus. Voll der Fünfjährige. Voll der komische Hoodie-Boy hier oben in den Alpen, weißt du?
Boah, geil. Ach, da drüben ist auch noch eine Crafting Station. Die macht ja Sinn da drüben. Ey, da können wir unsere Base bauen. Das die kriegen wir locker alles nach oben immer. Alle Rohstoffe vor der Tür. Wir brauchen nur direkt. 2 Jahre, bis wir da irgendwie nach unten gekommen sind. Obwohl, doch, weißt du, wie wir es machen können? Einer setzt den Teleporter direkt unten vor die Haustür und einer nach oben. Gut, das stimmt, aber... Ist irgendwie low, ne? Außerdem ist es alles kalt und Schnee und... Ich will zurück zu diesem See. Damit wir irgendwann... Ich will zurück. Oder willst ich du noch will weiter? Zurück. Warte mal, vielleicht können wir die Teleporterstation hier, nee, diese Workbank, hier, Workbank. Ich höre mal die. Workbank. Wie heißt die nochmal? Yeah, verdammt, jetzt komme ich auf den Namen. Wiggle. Yo. So. Ey, vielleicht können wir die aber einsaugen. Mit dem Dyson. Bitte was? Ohne Saugkraftverlust. Kannst du das bitte nochmal, gerade. Ist schon wieder so weit. Hast schon wieder einen guten Lippenstift drauf. Nee, ich verkaufe mittlerweile den Currywurst. Weil der Best ohne Zähne. Alter, da habe ich... kann ich nicht erzählen. Nee, gut. Reiz für dich. Jetzt kommt der Jugendschutz wieder. Wir müssen also den Candyverse vom Netz nehmen. Ich habe es nur gesehen. Ich habe nicht daran teilgenommen. Ah, Gott. Also. Jetzt geht so kommen Gerüchte auf. Was hat der Curry denn gemacht am Bahnhof Zoo? Was meinst du, wie der die Rolle in GTA bekommen hat? Ja, wir müssen die Löcher halt stopfen. Die finanziell entstehen natürlich nur. Ach so. Ja. Ich dachte gar nicht, ich denke da immer an alte Klamotten. So, ich suche nochmal, es wird dunkel übrigens. Ich glaube mir noch ein paar Wines hier. Ja, weil du so eine Diva bist. Ich hätte schon längst 5 Häuser gebaut. Aber den Teleporter muss ich nicht wieder mitnehmen da oben, ne? Den kann man auch neu setzen einfach. Das ist ganz ach, Gott sei Dank. Der geht dann von dem einen Place to be weg und dann kommt er zum nächsten Place to be. Okay, pass auf, ich zoome mal ganz kurz, ob ey, ich was finde. Ist doch schön, Alter. Ist doch schön. Ja, ist schön. Aber hier ist so ein See im Wald. Ich bin... Romantisch. Oh. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ich wollte die Folge noch gerne im Prozessor irgendwie zeigen, aber wir kriegen es einfach nicht hin, ne? Ja, man muss ja aber auch, wenn man ein Haus baut, oder bin ich da echt zu gut? Ich verstehe das, ey. Was sagt ihr dann dazu? Wie seid ihr denn drauf, wenn ihr so Häuser baut? Guckt ihr euch dann 3 Jahre erstmal den richtigen Ort an, wo ihr das Haus bauen wollt, oder baut ihr es echt direkt irgendwo hin? Also beim ersten Haus bin ich meistens so, das baue ich in die Nähe von meinem Spawnpoint, aber ich bin auch penibel. Muss ich sagen. Genau, das bin ich auch. Aber man baut eh ein zweites, weil es verkackt wird. Warum muss man? Das muss man auch gar nicht. Boah, hier hakelt es aber. Nein, du hast bei Minecraft immer nur ein Haus zum Beispiel auch. Ja gut, aber das ist ja dann irgendwann auch pseudo-fertig, weil die sind ja nie fertig. Und dann denkt man sich, naja gut, dann probierst du mal was Neues aus. Ich will mal was Neues haben. Ja, natürlich. Es geht ja immer voran, es geht nie zurück, es geht immer voran. Das habe ich in meiner Lebensphilosophie gelernt, dass man immer vorangehen tut, aber selten zurück. Ja, vor allem kriegst du ja sonst wieder kommen und Krunk, du bist voll im Wege... Ah! Ich werde gerade hier voll angegriffen. Ja, das kommt davon. Krunk, du bist das, so RW geworden. Ich das sterbe. Das kommt davon, wenn bitte man da nicht hinten bauen will, oh Gott, und keine coole Location sucht. Ja, ich, der coole Location-Sucher, werde nicht angegriffen. Ich bin auf der Suche nach coolen Locations. Oh ja, die coolsten Spot. Warst du schon damals, vor deiner Karriere bei YouTube, bei so einem Club-Spotter? Ja, genau. Ich habe ja hier bei nachtleben.de und sowas, habe ich ja immer Trendscout gemacht, weißt du. Was wird hip in dieser Saison? Ja, was wird denn so hip in dieser Saison? Flatulenzen. Auf jeden Fall lange Haare. Lange Haare, nee, das mache ich als Ausdruck gegen die Gesellschaft. Ja, ich auch. Wenn ich was empfehlen kann, sind es Flatulenzen, die sind auf jeden Fall mega angesagt. Oh ja, ja. Auch im Club einfach mal flatulieren lassen. Geht Karneval sehr häufig. Ja, natürlich. Das ist richtig trendy aber geworden jetzt, Karneval 2015. Ist aber auch ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Definitiv, hat auf jeden einfach Fall, mal, ist nicht mal so dahingestellt. Es ist, auf Englisch nennt es sich das Ganze Duftmarketing. Ich guck die Folge niemand. Ja, es ist also sowieso. So, bin ich beruhigt. Irgendeiner wird die reinziehen, aber es sind echt irgendwelche hoffnungslosen Personen, weißt du? So wie wir. Ja, oh, vielleicht passiert diese Folge was. Weißt du, die nach all vielleicht Jahren kriegen sie es endlich haben, in ein Haus zu bauen. Nein, ihr seid so EW geworden, ihr habt noch nicht mal gezeigt, wie man irgendwie ein Haus baut. Wenn die wüssten, dass wir gar nicht geworden sind, sondern schon immer waren, das ist ja, das Ding ist einfach. Das ja muss man erstmal verstehen, weißt du? Das ist so, das wissen aber wenige, weißt du, dass wir unsere Seele halt nur ein bisschen an Teufel verkauft haben, weißt du? Ich hab noch nie gehört, du bist so neu und aufregend. Ich hab da aber nur eine Anzahlung gemacht. Du bist so neu und aufregend, Erik. Du bist so neu und aufregend. Alter, ich bin schon wieder irgendwo oben im Schnee und ich hab keinen Plan, wo du irgendwie hängst. Du, ich bin hier gerade auf Sylt. Ey, was denn das?
Kann ich das mitnehmen? Nein, kann das ist eine Insel. Achso. Achso, ja, die ist ganz schön, aber ziemlich teuer geworden. Ne? Das ist ich war da ehrlich gesagt, ich war da noch nie. Ich kann es ja auch nicht sagen. Never in meinem Leben. Ich war da auch nicht. Aber was ich davon höre, Sansibar und so. Nein! Jetzt gibt's Killerhuhn-Ragout. Oh Gott. Oh nee, kann ich nicht runterspringen, dann bin ich tot! Bin tot! Was? Du bist tot? Ich bin tot. Huch, ich werde angegriffen. Ich bin da runtergesprungen, wie so ein Psycho, weißt du? Oh mein Gott. Ich wurde gerade von so einem lustigen... Nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Oh mein Gott, ich bin mega... Sollte mich weniger wirklich lustig machen, wenn ich hier selber gerade... Alter, wie blöd war das denn? Ja, du, gut, das muss ich jetzt nicht extra sagen, oder? Also, man behält aber alles, was ich im... Ich dachte, man verliert alles. Nee, man behält alles, aber nichts aus dem Inventar. Hä? Achso, man behält alles an. Das Problem, ich bin so weit weg gewesen. Alter, jetzt greifen die hier die nächsten Viecher an. Das Gute ist, dass ich den Prozessor und alles mitgenommen habe und im Prinzip nicht wirklich viel verloren habe. Außer so ein paar Knochen und alles, was wir wiederfinden können. Jetzt hau ich den um den Sack. Jetzt reicht's. Ein Schwein. Ich hab's erwischt. So, jetzt gehe ich hier auf Schweinejagd. Ich bin übrigens da zurückgegangen bei unserem Lager an der Talsohle. Okay, ich werde bald einen Teleporter setzen. Ich finde, das ist das erste Mal, dass ich irgendwie gestorben bin und das durch so einen Absturz, ey. Ach ja, Abstürze. Ja, echt, ey. Hammer, schon immer verflucht. Ich wollte einfach da runterspringen, um euch mal zu zeigen, was passiert, wenn man stirbt. Das finde ich ganz gut, dass man das auch mal sieht. Weißt du, das muss im Let's Play auch mal gezeigt werden. Weißt du, fand ich auch. Investigativer Journalismus. Ich habe sogar noch gesehen, ich bin trotzdem weitergelaufen, weißt du? Hat man ja gesehen im Video. Ihr könnt es euch gerne nochmal reinziehen. Ja, weißt du, aber das ist natürlich Absicht. Die meisten Let's Player, die legen da gar keinen Wert mehr drauf, auch mal zu zeigen, dass man sterben kann, weißt du? Mhm. Dann wird das so verkauft von wegen Skills, gut sein und sowas. Aber klar, es geht auch darum, dem Spieler alles, dem Zuschauer auch alles zu zeigen. Ja, Alter, wenn ich meine besten Episoden von 80 nehme, habe ich auch mal eine gute Skillfolge dabei. Ich brauche halt 80, manche nur 5. Ne? Ich habe, glaube ich... Du zum Beispiel, du brauchst ja eher so 3, ne? Ich überlege gerade, ob ich auf meinem Channel eine einzige Skillfolge habe. Boah, ich doch, bin bestimmt. Mir unsicher. Scheiße. Wenn, dann ist es mehr so eine Lackfolge. Doch, bestimmt bei sowas wie Beyond Two Souls. Da habe ich ganz gut X gedrückt. Big Time Event, da bin ich groß. Ja, da bin ich ein ganz groß. Wenn es nicht ganz so quick ist, weißt du. Konnt gut entscheiden. Alter, wie eiern und quatschen einfach nur irgendein Scheiß. So, okay. Sollen wir uns jetzt endlich mal einen Ort suchen, wo wir verweilen? Ja, ich bin auch schon dabei. Ich bin auch gerade schon dabei. Oh, hier ist auch noch eine Dings. Eine Workbench in so einem Hügel. Alter, ich krieg nicht zu viel, ich hau mich die ganze Zeit hier kaputt. Also, ja. Warum machst du das? Weil Unicontent auf meinem Channel, weißt du, sonst krieg ich das nicht. Ach so, ja, deswegen. Ja, es ist so. Muss ja auch den Zuschauern irgendwas bieten. Nein! Au. Bist du tot? Nein, ich bin tot nicht. Schade. Wenn man sowas sehen will, ist auf deinem Channel. Huch. Bei mir sieht man ein ganz skillvolles Berg hochspringen die ganze Zeit und Landschaften angucken. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin halt ganz woanders. Und ich weiß auch gar nicht, wie riesig die Welt ist. Die ist unnormal. Ich glaube, zufallsgeneriert unnormal groß. Oh, es muss doch hier mal ein schöner Ort dabei sein. Jetzt der Weihnachtsbaum sah ganz geil aus. Jetzt aber auch nicht. Nee, aber das ist nichts, wo man sagt, boah, hier ist ja geil. So wie man bei Minecraft manchmal innehält, weißt du? Wo man dann sagt, boah, das gucke ich mir jetzt mal ganz kurz in Ruhe an. Mal schnell die Hose öffnen. Was? So einer bist du also, so, deswegen fährst du ein bisschen Naturschutz. Ja, das ist, guck mal, am liebsten gucke ich mir World of Warcraft Pornos an. Oh, bloß auf. Ich erinnere mich da an Videos, die damals rumgegangen sind von irgendwelchen Studenten. Oder Charaktererstellung. Ach. Ist, ja. Ja, das ist echt ein Trauerspiel. Also sorry, wer das macht, es ist zwar legal, aber das ist irgendwie schon strange. Gut, aber ich war Student. Ich war jung und brauchte das Geld. Ja, da kriegst du vor allen Dingen so viel Geld für. Ja, wenn du es bei YouPorn hochlädst, bestimmt, oder? Mal vor, Geld für Onanieren. Bei einschlägigen Platten, wo ich weiß gar nicht, kann man damit Geld verdienen? Ich habe keine Ahnung. Ich, keine Ahnung. Also, will ich auch gar nicht wissen, ehrlich gesagt. Ja. Nein! Ich hab's nicht geschafft. Okay. Es sind gerade eine Menge Viecher hinter mir her, fürchte ich. Und ich höre sie auch noch, verdammt. Die machen aber keine gruseligen Geräusche oder so, ne? Die laufen einfach, nur hinterher. So ein bisschen, ne? So. Irgendwie so ein Grunzen vom Schwein. Also die Schweine sind noch echt easy. Alles relativ harmlos. So, und hier gehe ich mal wieder Moos ab. Jetzt muss ich natürlich wieder quasi von vorne anfangen, was aber nichts macht, weil wir eh noch nichts erreicht haben. Das kann man jetzt so aber nicht sagen. Also wir haben immerhin fast eine gute Location schon. Ja. Ich bin sicher. Es kann sich nur noch doch, wir haben die Workbench gezeigt. Und den Platz mit dem Weihnachtsmann haben wir auch gezeigt in dieser Folge. Würde ich aber echt gerne langsam mal eine Location finden. Und wir haben schlechte Witze gemacht. Nein, die sind alle gut.
Ja, das stimmt. Für uns ja. Und es wird wieder Tag. Wenn man nichts erwartet, wird man auch nicht enttäuscht. Nö. So, hier rüberspringen. Uah. Verdammt, ey, hier sind so viele Berge. Ich bin die ganze Zeit nur um Leertaste drücken. Die leiert hier schon richtig raus. Die hängt schon aus der Tastatur. Ja, ich bin hier wieder fleißig am Sammeln, weil ich denke, dass ich einfach mal, während du dann suchst, mich dahin teleportiere, wo wir irgendwas Geiles bauen, weißt du? Ah, das ist gut. Sehr gut. Siehst du, das ist Teamwork. Das ist einfach Teamwork. Wir brauchen nicht im Absprechen, das funktioniert auch so. Oh, was ist denn das? Also wieder so ein Schwein. Teamwork. Teamwork ist so eine Sache, wo man zusammenarbeitet. Ja, Teleport. Teleport-Style, weißt du? Ist aber gut mit dem Teleporter, ohne Scheiße, weil sonst wäre das jetzt echt ätzend. Oh ja, wir würden uns niemals wiederfinden. Ja. Wow, ist ja noch eins. Kommen wir gar nicht weiter. Also die Schweine sind ja echt aggressiv heute. Na gut, jetzt habe ich quasi alles wieder, was ich vorher verloren habe. Also nachts leuchtet alles irgendwie komisch blau. Ich verstehe das Konzept noch nicht so richtig dahinter. Ich dachte, das wären jetzt irgendwie Zombie-Sachen oder so. Ich finde die Grafik aber cool. Irgendwie. Also sieht deutlich besser. Sieht halt aus wie Minecraft mit einem coolen Shader. Ja, genau. Also mit einem halb coolen Shader und mit einem guten Texturenpack so quasi in der Richtung, ne? Ja. Ja, genau. Minecraft kann man schon noch ein bisschen geiler rausholen. Aber es kostet natürlich auch extrem viel Hardware. Ja, das stimmt. So, das muss man nochmal. Also wir hätten für den Grafikstyle nicht schlecht. Das ist jetzt nichts, was mir auch in Socken haut oder so, aber es ist schon cool irgendwie. Ich mag es, stimmig. Abgesehen das mit den zitternden Charakteren, das ist echt doof. Natürlich die Cry-Engine, die wir hier sehen, das sieht man sofort. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt. Vielleicht kann das ja der eine oder andere in die Kommentare schreiben. Vielleicht weiß es ja wer. Wie die Cry-Engine heißt? Cry. Wie die Engine hier. Ne? Minecraft-Engine ist das doch, sieht man noch voll. Nee, keine Ahnung. Also es ruckelt aber hin und wieder trotzdem noch, aber das ist ja... Es ist ja Early Access, ne? Ja, und wir haben natürlich alles auf Ultra gestellt, man sieht's ja sofort. Ja, und auch an der Sichtweite. Und es ist Early Access, ja. Und dafür, finde ich, hat schon verdammt viel Inhalt. Also, den wir noch nicht zeigen konnten. Den wir komplett abgegrast haben, weil der Spacko hier einfach noch einen Platz sucht die ganze Zeit, weißt du? Also, wie ist denn das bei euch? Ja, wie gesagt, die Frage haben wir schon gestellt hier in Bezug auf... Ja, Orte. Sucht ihr lange nach Orten irgendwie so, um mal euch Gefroren, zu bauen? Oder knallt ihr direkt euer Haus immer an den ersten Ort, egal in welchen Survival- und Sandbox-Spiel? Das würde mich echt mal interessieren, so. Aber wir suchen lange nach Orten. Und der eine sucht in der Zeit nach Ressourcen, weil der ist ja voll der Pimp, weißt du, während der andere so ein Häuslein, endlich so ein Ort. Hier können wir bleiben, Saraza, okay. Das muss doch irgendwie gehen. Aber alles, was ich hier sehe, sind... Und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, es gibt ja keine richtigen Biome, ne? Also... Zumindest habe ich das Gefühl, dass ich die ganze Zeit nur durch diese Waldbiome laufe. Nee, aber es gibt schon Schnee- und Sandbiome, doch. Au. Die sind halt riesig, die Biome hier. Wurde schon wieder gehittet gerade. Okay, wenn du das sagst, aber da muss es doch auch irgendwo ein Meer geben. Schnee haben wir ja schon gesehen. Boah, ich glaube nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich kann dir nicht mal bestätigen, ob es ein Meer in dem Spiel gibt. Oder ob das vielleicht so ist, dass wir jetzt hier in Deutschland befinden, in Süddeutschland. Das Meer ist so weit entfernt wie Norddeutschland. Das kann ich dir halt echt nicht sagen. Deswegen suche ich gerade Tirol, damit wir da eine Hütte bauen können. Genau, ja, das wäre schön eigentlich da. Aber da bist du ja direkt am Meer. Naja. Obwohl Südtirol, ist das? Nee, hat keine Meeresgrenze. Nee, noch nicht. Ups. Ich bin mir nicht sicher. Ach, da wohnt aber auch Anton, ne? Da will man ja auch nicht unbedingt hin. Boah, hier wäre eigentlich ganz cool. Problem ist nur, ich habe jetzt zwei Schweine hinter mir. Huch. Das ist toll hier. Das ist richtig toll. Oh. Ey, habe ich mein Dings verloren? Das ist ja blöd. Ich bin ja doof. Ich hätte 6 drücken sollen, nicht T. Ach Mann, ich habe mein Tool verloren. Dein was? Dein Cool? Mein Tool ist. Oder es ist kaputt gegangen und so. Welches denn? Ja, mein schönes Einsaugtool. Ach ja, der Lippenstift, verstehe. Ja, genau. So, wenn ich jetzt hier... Hast du einen Ort gefunden? Ja, du kannst dich mal zu mir teleportieren. Warte, hier ist, glaube ich, ein schöner Ort. Hier noch ein paar Sachen ein. Ist klar, Jungs, ja. Ich muss ja was verdienen. Oh, jetzt auch Tag wieder. Das ist schön, das freut mich. Schade, die Feinde brennen. Alter, wie es hier brennt überall. Ich laufe mich gerade die ganze Zeit von Viechern weg. Oh, da ist noch ein Pilz. Den nehme ich auch mal mit. Boah, wie die alle wegbrennen, ja. So, wunderbar. Da brennt, da hinten brennt. Oh, nein, verdammt. Okay, ich beam mich zu dir, Alter. Nein, noch nicht. Ah, warte. Ich bin schon unterwegs. Ja. Oh, geil, du wirst im Baum landen. Ich habe nämlich aus Versehen die Plattform nochmal in den Baum gesetzt. Nee, du bist doch hinten gelandet. Okay. Building underwater bases is really hard. Cool. Ja, dann machen wir noch das. Jetzt, wo ich den Ort gesucht habe, da kommen wir jetzt noch runter. Ja, super, eine Basis. Aber ist doch geil hier, oder? Ja, ist geil. Ne?
Ja, ist schön, hast recht. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind, aber ich bin sicher, wir machen uns diesen Platz untertan. Ist egal, wir ownen jetzt diesen Place. So. Amerika, Amerika, komm, wir bauen erstmal hier alles weg. Ja. Weg mit der Scheiße, Amerika braucht Industrie. Oh, das ist ja voll schön, diese Blätter. Warte, wir müssen uns hier irgendwie hochbauen, das ist ein bisschen strange. Ich höre noch irgendwo fieses... Ich höre noch irgendein Grunzen, so ein fieses. Ich baue noch ein bisschen Dirt, dann baue ich uns da so ein... Dann kann man sich da hochbauen, um den Baum komplett abzuharvesten. Okay, super. Machen wir so eine Plattform jetzt hier einfach, oder wie hast du dir das vorgestellt? Genau, genau, mit Dachterrasse vielleicht. Ja, sowas Schönes, ne? Grundbasis, Holzstein, Mixmax? Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, was es so gibt. Also Erde wäre natürlich ein bisschen schäbig. Ja, Erde machen wir nicht, nee, nee. Das kommt nie in die Holz wäre schön, aber da müssten natürlich viele Bäume wegreißen hinten. Ja, Holz brauchen wir viel. Vor allem kannst du das nachher mit dem Prozessor umschneiden, also in verschiedene andere Holzblöcke. Du erfindest dabei halt immer mehr Sachen, umso mehr du baust. Also kriegst du Rezepte dafür und sowas. Ach, mit der rechten Maustaste. Ich muss mich da noch mal dran gewöhnen. Ja, das ist doch toll. Also, bis man hier so. Die ganzen Leaves, da, aus den Leaves kann man so ein Strohdach nachher bauen und so. Ah, das ist cool. Ist echt ganz geil gemacht eigentlich. Also jetzt kommen wir dann in der nächsten Folge dann irgendwann damit zu, mal irgendwas Geiles zu bauen, ja? Hat noch irgendein Viech gebrannt. Höre noch irgendein Monsterviech. Das heißt, wir haben ein Monsterviech in der Nähe. Das ist ganz gut. Aber ist nicht schlimm. Glaube ich. Nee, nee, nee. Ich glaube, hier ist es auch halbwegs safe. Also wenn wir... Die kommen halt nicht in die Hütten rein, wenn du die früh genug zumachst. Für eine Tür brauchen wir allerdings auch alles Mögliche. Also es ist gar nicht so easy. Hast du denn die Utensilien dabei, um eine Werkbank zu bauen? Ich habe sogar eine Werkbank dabei. Ah, perfekt. Ja, super. Dann können wir die gleich hier hinsetzen. Genau, genau, genau. Und dann kann ich hier den Prozessor direkt daneben. Der ist zum Glück, weil ich den auf den Quick-Tasten hatte, nicht weg, als ich gestorben bin. Also ist im Prinzip scheißegal, dass ich gestorben bin, weil das war eh das Wichtigste. So. Die Leaves sind nicht alle weg. Ob die auch mit der Zeit selber abfallen, wie bei Minecraft? Weiß ich gar nicht. Da ist das, glaube ich, auch gar nicht mehr so. Nee? Ich glaube, das wurde geändert. Juhu. Oder, obwohl, nee, die gehen auch von alleine weg, aber du kannst sie halt auch wieder hinmachen und dann bleiben die da. So rum war das, glaube ich. Ich setze da mal gerade, dann baue ich mich jetzt mit den Leaves hoch oder was. Alter, wie doof. Das ist ja... Jetzt muss ich hier... Räumen wir schon mal ganz kurz diesen Erdhaufen hier weg, ne? Ja, genau. Also nicht den, ja, sondern den hier. Ich hau dir mal schnell das Ding, damit du die Leaves nicht abbauen. Weißt du noch, als ich in der Höhle saß und du zugebaut hast, als wir noch nicht aufgenommen haben? Hm? Weißt du noch? Erinnerst du dich noch? Wie? Hm? Was meinst du? Sari? Weißt du? Nee, weißt nee, du weiß nicht. Hm? Weißt was? Du noch? Weißt du noch? Nee, kann ich mich nicht erinnern. Was meinst du? Nee, nee, ist schon gut, ist schon gut. Ja? Nichts. Ist schon gut. Nee, es ist jetzt, finde ich nicht in Ordnung, wie du mich hier wieder behandelst, weißt du? Weil du so ein cooler YouTuber bist, weißt du? Ja, ja, das ist der Grund. Die Leute dissen wieder hier, weißt du? Weil du so ein echt, ey. Das Star-Appeal ständig. Trink ey. Coca-Cola, was? Frog den Gamble. Oh, schön. Geil, irgendwann können wir so wirklich Leute verkaufen. Die Leute werden denken, wir machen dann Witze. Das ist auch meine Zukunftsvision. Genau, dann sitze ich hier ganz cool vor dem Rechner mit meinen echt tollen DC-Schuhen. Fritz Cola, und denke mir. Frog den Gamble. Und alle lachen. So. Genau, das ist ja witzig. Boah, ich trinke jetzt meinen geilen Lippen-Eistee, boah, den trinke ich wirklich. Für den kann ich sogar Werbung machen, ohne das Geld dafür kriegen, weil der lecker ist. Aber schlecht für die Zähne, also trink nicht zu viel davon. Ich habe hier schon wieder einen Monster-Energy stehen, aber ich muss, ich kann den... Es gibt keinen, den ich wirklich empfehlen kann irgendwie, keinen Energiedrink. Ja, weil, aber man darf davon echt auch nicht zu viel suffen, von dem Zeug. Na, ich mach das immer bei der Aufnahme, habe ich mal einen daneben stehen, also einen am Tag. Sag mal, du hast das Ding echt abgebaut. Was? Hä? Du Arsch, ey. Weiß, ich fall gleich wieder in den Tod, ey. Warte, okay. Ich nehme das als Challenge, da richtig runterzukommen. Wenn ich es schaffe, ja, musst du dir die Haare schneiden gehen. Oh, da war beim Teamspeak was kaputt, was? Abrasieren. Boah, ne. Das geht nicht. Glatze. Boah. Glatze und Hakenkreuz-Tattoo. Okay, es klingt ja, fair. Klingt wie ein fairer Deal. Huch, bist du wieder... Oh ne, das ist ein Schatten. Ne, ich schaff das. Wie schön das aussieht, wie so lange du in der Luft hängst. Ich schaff das, Alter. Schön. Das ist meine Challenge für diese Folge. Wenn wir jetzt schon so geile Häuser gebaut haben. Ja. Jetzt, glaube ich, habe ich keinen Drop voll mehr. Siehst du? Oh, doch. Knöchel umgeknickt, aber ich lebe noch. Das ist die Hauptsache.
Knöchel umgeknickt vor allen Dingen. Alles schon drin, wie bei Daisy. Ja, war echt so ein... Oh, den sollte man nicht anrühren, den Baum hier. Nee, der ist auch schön. Der ist zu schön. Der ist echt zu schön. Ich gehe mal lieber woanders. Okay, pass auf, soll ich uns jetzt hier mal gerade die Workbench und sowas hinsetzen? Wo willst du die hinhaben? Die sollte ja dann unser Wohnzimmer werden hier quasi, ne? Wo die stehen. Kann man die kann man doch bestimmt wieder hinbauen, oder? Ich hoffe. Ich glaube, die kann man... Ja, setzen wir uns die jetzt einfach mal. Ich setze meine mal hier hin gerade. So, komm, wir können sie nebeneinander oder irgendwie. Ach, das ist ein Prozessor. 6. Ja, der ist ganz wichtig. Bumpf, kann man jetzt, Workbench. Kannst jetzt hier Sachen reinlegen. Woodslabs machen zum Beispiel. Die brauchen wir nachher. Sehr gut. Na, der braucht ewig. Du musst aber auch nicht dran sitzen. Das ist ganz gut. Mhm. Also, du kannst auch Shredded Leaves. Was ging denn noch? Ach, Twine. Ja. Ich finde das ein bisschen... Ich muss sagen, eine Sache, die mich wirklich an dem Spiel stört... Ja, ich weiß es nicht, mit der ich nicht so warm werde. Das ist so dieses Hightech-Glow-mystisch-magisch-Ding mit diesem komischen Handschuh und mit dieser, weißt du, dass der Tisch jetzt so am Rumbeln ist, da so komisch aussieht. Mm, das stimmt, das ist vielleicht so Future-mäßig, meinst du? Ja, ne? Genau, ich finde, das passt irgendwie nicht so. Als wären wir zwei coole, hippe Teenager mit cooler Science-Fiction-Ausrüstung, die auf diesem Planeten gelandet sind. Was? Ja, genau so ist das ja. Ja, das ist irgendwie ganz komisch. Schön wär's, ne? Diese Spiele richten sich an coole, hippe Jugendliche. Ja, ey, meine Zuschauer tragen nur aber kaum ihren Fit. Oh Gott, ich muss gerade erstmal überlegen, was das ist. Jetzt habe ich mich gerade wieder erinnert. Furchtbar. Der hat auch die Kampagne gemacht. Unsere Klamotten werden nur von coolen Kids oder sowas angezogen. Ja, genau. Wo die Leute dann alle gesagt haben, boah, wir schenken jetzt allen Obdachlosen Abercrombie und so. Das war schon Das war traurig, richtig ja. assi, das war richtig assi. Also asoziale Kampagne einfach. So, lass mal hier einfach diesen Aufstieg, ne? Lass mal einfach hier und dann müssen aber wir... Aber leider hat er manchen Gefilden wahrscheinlich sogar recht mit der Aussage. Das ist traurige. Ja, naja. Huch, machst du dort Holz hin oder weg? Nee, ich mach das mal richtig schön hier gerade, den Baum. Warte. Ich bin gerade dabei. Eine Sekunde, ich brauche hier noch ein bisschen länger im Inventar. Das bin ich noch nicht so bewandert. So, jetzt mache ich das nämlich hier so. Dass der ordentlich unten ist, weißt du? Ah, cool. Das hier fällt mir gut. Ah, hier. Ja, es sieht sonst ein bisschen low aus. Menü? Ne, den nehmen wir wieder weg. So. Sieht das schöner aus auf jeden Fall. Womit baut man jetzt die Häuser? Kann man sich jetzt aus dem Holz noch irgendwie anderes Holz machen oder sowas? Ja, kannst du mit dem Prozessor zum Beispiel. Da liegen jetzt auch Sachen drin, weil da muss ich gerade mal ran. Okay. Wenn ich darf. Ja. Mal kurz. Da liegen nämlich hier die ganzen... Ach, die Sachen hast du schon mitgenommen? Guck mal. Was? Welche Sachen? Aus dem Prozessor? Ich war da noch nicht dran. Ach krass, sind die einfach weg? Weiß ich nicht. Hast du die Woodslabs zufällig in deinem Inventar? Guck mal gerade. Ach, na gut, ich hab die mitgenommen. Ja, weil... Ich wollte dich gerade verwirren. Das war so eine einfach... typisch, ey, der Lutherkönig. Ach, schön. So. Du kannst gucken, sie man kann 99er Stacks machen. Es sind eh nur 10 Stück und jetzt guck ich mal ganz kurz, ob man mit denen bauen kann, ja? Nee, die Stacks würde ich nicht mitbauen. Nee? Die brauchen wir auch wieder für andere Sachen. Oder Steps oder Slabs. Slabs, genau. Slabby, Slab, Slabs. Die Frage ist, womit bauen wir dann? Mit normalem Holz sieht ja kacke aus. Du kannst auch das Holz verarbeiten zu so Walls, wenn du Leaves hast und so. Jetzt habe ich... Okay, das du hast geht ja... nachher im... Warte mal, ich zeig dir das gleich. Wir machen zum Beispiel jetzt mal Shredded Leaves. So, da kann ich ganz viele von bauen. Chop. Guck mal gerade. Also ich klaue dir da unten nichts raus. Was ist das denn? Ach, das sind die Shredded Leaves fürs Dach. Genau. Ach hier, Woodslab, Elderwood wird auch zu Woodslab. Also, um das kurz zu erklären, wir können jetzt auch noch nicht alles bauen, aber es kommt noch super viel. Das ist auch schon integriert ins Spiel, also nicht sowas hier Early Alpha, so dass es wenig gibt. Es gibt echt viel, nur wir lernen halt dazu. Indem wir was bauen, lernen wir was Neues, weißt du? Und, soweit ich gelesen habe, kann man auch irgendwie Rezepte noch sammeln und bla bla bla. Genau, sowas geht auch alles. Also ich glaube, da werden wir noch viele Herausforderungen erleben. Und ich denke mal, in der nächsten Folge ist es dann soweit. Dann werden wir endlich hier unsere Hütte bauen können, oder? Sollen wir das machen? Ich hoffe. Ach, aus den Wines kann man Twines bauen. Da kann man Seile produzieren. Genau, die hast du mir schon geklaut, die Twines. Hä? Nee, hab ich gar nicht. Doch, du müsstest meine haben. Hab ich schon? Ja, eigentlich theoretisch schon. Nee, ich hab tatsächlich noch gar keine. Komm, gibst du. Nee, wirklich. Nee, Sinnef habe ich. Sinnef. Ich weiß, dass du die hast. Komm. Ich hab Sinnef. Ist ein Gummiband. Ach, das sind Sehnen. Wie ekelhaft. Ich hab Sehnen im Inventar. Und ich hab Stone Stairs. Kannst du mir mal gerade ein paar Stones auf den Boden werfen? Falls du hast bestimmt ewig viele dabei, oder? Ich nehme saug die dann einfach weg. 26 habe ich. Ja, pass genau, auf, 10 mal... Stück oder so. Oder? Nee, warte, ich brauche mehr. Ich brauche... Ja, egal, ich kann mir auch welche harvesten. Ich muss ja irgendwo Stein Alter. Geben. Okay. Ah, die kann ich jetzt nicht aufsaugen. Warte mal, ich brauche den Wood-Dings noch. Ich brauche noch den besseren. Scheiße. Mir fehlt ja noch der ordentliche Anzug, wo es mir gerade eingefallen ist. Zum Glück. Weg. So, Moment. Verliert man den, wenn man stirbt oder was? Ja, irgendwie heißt der... Ich glaube, der ist bei mir kaputt gegangen, aber auch.
Ich muss jetzt kurz mal anlegen. Da musst du sorgsam mit umgehen. So, und jetzt kann ich die einsaugen. Genau. Ja, der nimmt auch viel Schaden. Guck mal, wenn du so ein paar Steine nur aufgesaugt hast, verliert der schon recht viel. Ich glaube, das macht man am besten dann mit dem Stone-Hand zu. Kennst du Han Solo? Wer nimmt Schaden? Der Handschuh, siehst du das? Der hat eine gewisse Haltbarkeit nur. Und ein Links muss man... Ach, ich kann keine Steine mehr einsaugen. Der ist bei mir schon weg, glaube ich. Ja, das ist bei mir auch das Problem. Ach, das ist ja kacke. Ja, du kannst den halt immer wieder bauen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ja, klar, also, aber trotzdem, ja, okay. Jetzt nicht ausrasten. Ich flippe aus. Warte, ich mach jetzt mal hier zwei Stone Slabs, yo. Ja? Und dann baue ich uns nämlich gleich jetzt noch in dieser Folge. Komm, das machen wir gerade noch in dieser Folge, damit wir wenigstens irgendwas gerissen haben, ja? Stone Mining Cell, Wood Mining Cell. Die sind natürlich jetzt noch ein bisschen länger. Die werden dann auch noch wieder kürzer für die Leute, die jetzt auch nicht 18 Stunden gucken können. Weil manche meckern halt immer und sagen, 50 Stunden Folgen will ich sehen. Und manche sagen, boah, ich komme gar nicht hinterher. Ja gut, wir sind ja schon mal eine halbe Stunde. Also ja, schon wieder. Da kann ja keiner mehr. Ist auch hier, ne? Alles über 20 Minuten ist Luxus, sage ich immer. Ja, ich weiß, weil ich kenne auch Zeiten, da waren 10 Minuten normal oder 15. Boah, das waren Zeiten, weißt du noch? Ja. Du hast eine Stunde aufgenommen und hast 6 Folgen gehabt. Ja, voll super war das. Heute nimmst du eine Stunde auf und hast manchmal eine Folge. Manchmal denke ich auch, manche Folgen sind zu lang. Weil ja, die dann das irgendwie, denke ich auch manchmal. Ich kann die selber, wenn ich die selber schon manchmal nicht mehr gucken kann, dann... Dann weißt du, du bist auf deinem Channel gelandet. Ja. Oh. Nein. So schlimm sind meine Videos gar nicht. Nein. Ich mach nur Spaß. Ich mach doch nur Spaß. Okay, ich kann jetzt nämlich eine Stone Mining Cell hier bauen. Das kannst du nämlich jetzt nicht, du Loser, ja? Ja, weil ich dir gerade meine Steine geschenkt habe, du Arsch. Ja, danke. Und vor allem braucht man auch rote Blümchen dafür, was mich mir überhaupt nicht erschließt. Die Rezepte sind teilweise... Du hast ja gerade merkwürdig ausgesehen. Die Rezepte sind teilweise echt merkwürdig. Ich habe noch Wines und ich habe Yellow Flower. Warte mal, rote Blümchen gibt's zum Beispiel hier. Nimm die mal mit gerade, bevor... Man kann echt blöd Sachen umtauschen, ne? Hier ist rote Blümchen. Guck mal hier. Ja. Und da ja, vorne ist auch rote Blümchen. Kindchen, ne? Der rote Blüme, der rote Blüme. So, pass auf. Und jetzt mal was Cooles, Freunde. Jetzt haben wir die Wood Slabs. Und die kann man zum Wood Rot umwandeln. Komm. Und den kann man zum Stone Rot umwandeln. Wood Rot? Was ist denn Wood? Die sehen aus wie Troll-Peni. Warum kennst du dich da so aus? Weil ich selber ja ein Troll gespielt habe lange Zeit und ich musste mich auch in die Physiologie einarbeiten. Weil ich selber ja ein Troll bin. Ja, deswegen. Ich musste mich dann ja auch in die Physiologie einarbeiten. Beim Troll ist heutzutage, denkt man doch, so ein Troll ist, denkt man manche gar nicht mehr an das Fabelwesen, sondern oft, glaube ich, einfach so an Leute ärgern, ne? Ja, so ein Internet-Troll, das hat sich ja dann irgendwie durchgesetzt. Schade eigentlich. Naja. Ich baue noch ein Twine. Okay, warte mal. Da hast du Pech gehabt, nachdem du jetzt so großmäulig warst. Alter, warte ab. Ich baue dir was richtig Schönes. Du wirst es mir danken. Ach, ich kann es dir gar nicht geben. Gib's mir, los. Ich kann dir ja nicht mal geben, ein Schwert, wenn ich dir jetzt eins bauen würde. Ja, das ist echt scheiße noch. Sorry. Wollen wir das nicht ins Inventar ziehen und hinlegen? Geht das nicht? Ja, ich habe keine Ahnung wie. Bei mir ging's nicht. Oder ich nehme es einfach da raus, aus dem Dingens, aus dem Crafting-Inventar-Ding. Ja. Warte mal, kann ich noch eins machen? Nee, leider nicht. Aber mir fehlt nur noch ein Teil. Hier ist doch ein Steinschwert drin. Das kann ich rausnehmen. Das ist das, was ich gerade gebaut habe. Oh, okay, ich habe es jetzt nicht rausgenommen. Warte mal. Ich kann dir auch noch eins bauen. Ich brauche nur noch ein, Was brauchst du denn? Vom Fies. Zinu. Nature Rubber Bands. Zinu habe ich, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich das geben kann. Da können wir aber ein Vieh umnieten gerade. Sie haben das doch bestimmt... Wir haben hier eine tolle Zone. Guck mal, hier sind überall Todeskrebse. Ja, aber das war schön. Das ist eine tolle Base. Die kommen nicht zu uns. Guck mal, das ist so eine steile Klippe. Die kommen da 100 pro hoch. Kommen da noch nicht hoch. Wetten wir? Nein, wir wetten auch nicht. Die kommen da auch nicht hoch. Wetten wir? Du bist viel zu ängstlich. Dachaza. Ich hab das mal probiert. Und hier sind die Kleinen. Ach, guck mal, hier können wir den mal umhauen. Gerade auch, wenn es mir leid tut, weil die so knuffig aussehen. Aber, Leute, wir brauchen das. Ich mach mal ganz kurz ein bisschen Holz für später. Oh, das sieht vielversprechend aus. Ja, der ist dabei. Ich hab alles. So, und jetzt kann ich das Schwert craften und in den Ding liegen lassen. Dann hast du alles von mir... kriegst du ein Geschenk, weil du heute so artig warst, Gronkh. Ich bin... Was? Du verwechselst mich. Hä? Wo ist denn unser Lager, Alter? Ich bin doch nur 2 Meter entfernt. Ah, ich kann nicht mehr rennen. So, kann ich jetzt hier... Die Folge ist auch wieder ultra lang, ey. Kommt einer schon. Siehst du, die kommen hier nicht hoch. Nein, die kommen hier nicht hoch. Die kommen ja auch nicht hoch. Du hast ihn eingeladen zum Kaffee. Weißt du, dann nicht schon auf mich schieben. So, da sind die. Kann ich? So, ich mach dir jetzt hier ein Swordy-Hordy. Stone Sword. Steinschwert.
mein Lieber, liegt hier drin in der Kiste, kannst du nicht. Ah, super, super, super. Ich bin hier gerade noch, ich bin gerade noch in der Mitte of something. Also ich grabbel dir noch so einen Riesenbaum ab eben. Dauert aber nicht mehr lange. Ich versuche hier gerade so meine eigene Technik, um einen Riesenbaum abzugrabbeln. Ich mache mal hier ein paar Wood Slabs. So meinen ganzen Haufen direkt. Eine Minute brauchen die, dann sind die fertig. Die kann man auch unabhängig laufen lassen, das ist ganz praktisch. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Wand hier rum, Alter. Eine Mauer. Ja, ja, guck mal, wie ich hier gerade den Baum auseinandernehme. Das ist ein Träumchen, was ich hier mache. Das ist ein Träumchen. Super. Oh. So. Ich lasse da gerade auch jede Menge Wood Slabs produzieren. Wobei das ganz gut ist, wenn es nämlich viel Zeit in Anspruch nimmt, dass man nicht dabei stehen muss, weißt du? Das stimmt. Finde ich schon ganz cool. Also, weil das kann echt nervig sein. Dann nehme ich mal den Baum hier mit. Da gibt es wieder Moss. Oh, wollte ich gar nicht. Kate oder? Moss, ja, Kate Moss. Ist oder Kito. Oh. Ich so weit hergeholt, dass den wieder kaum einer verstanden hat. Warte ab. So, zack. Du darfst nicht so anspruchsvolle Witze machen, Junge. Ach so, entschuldige bitte. Ja. Deswegen funktioniert mein Channel einfach nicht mehr. Ja, das war mein Grund. Deswegen hat meiner noch nie gut gewesen. Ah, so, weil du schon immer so anspruchsvoll ja, warst. Ah, ja, gut. Ja, meine Witze erfahren hochgradige Intelligenz. Jetzt, wo du das sagst, macht es. Alter, ich habe einen IQ von 70. Ich gehe voll an damit. Ja. Du hast einen IQ. Ja, genau. War schon bewusst. Oh, Träumchen. So, so jetzt reicht's mir für die Folge. Warte, guck mal, findest du mich? Such mich mal ganz kurz. Ja klar sehe ich dich, zieh doch den Namen. Ja, aber wo? Siehst du auch, wo ich bin und wie ich da hochgekommen bin? Weißt du nämlich auch nicht, ne? Nee, weil du sofort bist unglaublich. Ich bin nämlich ein Skiller, das musst du dazu wissen. Bis ich bei dir bin, brauche ich noch eine ganze Folge mindestens. Echt? Ja. Du suchst ja einen tollen Ort, wo man bauen kann. In der nächsten Folge rennen wir weiter. Genau, ja, das ist eine gute Idee. Ich spiele das Spiel überhaupt nicht so, wie ich spielen sollte. Du bist irgendwie in diesem tollen Baum gelandet, Gregor. Und ich weiß auch wie. Und weißt du, was das schön ist? Weißt du, was das schön ist? Was denn? Du baust da unten alles weg? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht. Nee, mache ich nicht, weil ich kein Arschloch bin wie du. Bitte was? Ein bitte was? Also da wird mir gleich ganz anders, wenn ich sowas höre. Diese Gewaltworte aus deinem Mund. Du bist voll der Aktivist. Ich komme da hoch, ich komme zu dir sogar. Und da halte ich am Händchen. Hä? Damit er nicht weinen muss, kleiner. Kleiner Gregor, Aber cool, Alter, ich habe so viel Holz gesammelt hier inzwischen. Was denn? Finde ich super. Kann man eine tolle Hütte bauen. Alles, ja, ja, genau, dafür macht das. Das ja. Komm hier nicht hoch. Ja, ist ein bisschen tricky manchmal, ja. Da muss man schon Skiller sein. Oh, hier runter wird auch lustig. Boah, wenn ich das jetzt weggebaut hätte, wär's gestorben. Naja, ich falle ja nicht ganz so tief, aber wir hätten auf Holz verzichten müssen, das willst du ja nicht. Wir brauchen nämlich ganz viel Holz. Ich nehme mal die Leaves hier mit. Ich lief die doch nicht hier. Das ist eine gute Idee. Ich glaube, das mache ich auch mal gerade. Ich bereinige den Baum mal eben. Boah, es sind so viele. Boah, ist das denn gut. Für ein Mammutbaum, Alter? Ja, deswegen wollte ich ihn ja wegholzen. Ich dachte, das war mir mal ein Anliegen hier. Sollen wir uns trauen, von dem Baum zum nächsten zu springen? Meinst du, das schaffen wir? Auf gar keinen Fall. Ich hätte nicht so viel von Skill erzählen sollen. Jetzt glaubst du das womöglich noch. Warte mal, ich überlege gerade. Das ist bestimmt cool. Nein. Hey, die Challenge für die Folge. Du hast doch nicht vergessen, wer wir sind, diese Folge habe ich schon meine Challenge absolviert, ja? Du noch nicht, ja? Du bist nämlich voll der NUOB. Alter, wie viel Blätter hier überhaupt sind? Ja, das ist ja unfassbar. Warum stehst du da rum? Weil ich die ganze Zeit Blätter sammle. Bei mir stehst du einfach nur gemütlich rum. Weil ich rumstehe. Achso. Ja, dann lass uns doch mal verabschieden jetzt hier. Dann sammeln wir noch ein paar Blätter im Off. Genau, genau. Ne? Weil sonst haben wir ja schon wieder eine Folge von 45 Minuten oder 40 Minuten oder so. Naja, ich glaube, das muss reichen. Ist ja easy going. Ey, laut meiner Uhr sind es genau, warte, lass mich kurz rechnen. Ja? Ja. Nee, 40, 42 Minuten oder so. Echt? Na gut, ich habe den Timer zu spät gestellt, glaube ich. Aber das ist normal. Echt, das ist, ja. Wie kann man nicht zusammenarbeiten? Das dritte will immer die Folge beenden. Boah, habt ihr mal einen mutigen Sprung gesehen? Nein. Doch, ich bin der Wahnsinn. Nee, da war ich gerade auf meinem Channel. Also. Ja, boah, Alter, wie tief es da runtergeht. Wie tief es da runtergeht. Behindert. Oh Gott. Boah, ich kann hier auch außen lang, ne? Kann man noch richtig auf den Baum. Ach, hier sind so 5 Kreaturen. Alter, hier oben wäre auch eine geile Base. Bist du auf dem Baum? Ich bin auf dem Baum. Boah, ist das hier schön. Komm mal raus, Gregor. Ja, warte, Alter, ich höre auch schon wieder die fiesen Viecher. Sieht echt aus. Ich komm von hier, glaube ich, gar nicht mehr weg. Hier gibt's Honignester und so. Das ist eigentlich geil. Alter, hier oben bauen wir eine Base, oder?
Zukunft in die Bäume rein. Wie cool ist das denn? Bau mal einen Teleporter dahin, dann komme ich da einfach mal. Die erste Baum mal hin teleportiert. Ja, warte, mach ich. Probier mal, ob es geht. Moment. Meinen würde ich gerne setzen, aber das ist, glaube ich, eine schlechte Idee, weil meiner steht bei uns im Base. Ja, lass den mal da unten. Haben wir den eigentlich neu in die Base gesetzt oder habe ich jetzt gerade meinen? Haben wir da überhaupt einen hingesetzt, einen Teleporter? Ich hab meinen da gesetzt, aber das ist direkt. Du kannst dich teleportieren. Okay, danke dir. Ich kann nicht aufhören, diese Blätter zu sammeln, aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so viele. Komm. Okay, ja, ich teleportiere mich. Wir brauchen lange nicht so viele. Hui, teleportieren in 5, 3, 2, 1. Yeah! Ich dachte schon, du hast ihn einfach in die Luft gesetzt. Das wäre gemein, ne? Einfach so aus der Luft zu bauen und dann drunter alles wegzubauen. Du bist so ein Arschloch, dass du immer das alles denkst, weißt du, weil du sowas machst. Was ist kleiner Kackjunge. Aber es wäre verdammt lustig. Ja, ich überleg mir da noch was, wenn du es nicht denkst. Nee, weißt du, ich will erst dein Vertrauen gewinnen, dass du denkst, wäre voll korrekt und... Oh, das ist gut. Ja. Boah, das ist aber geil hier oben, ne? Ja, super geil hier. Sollen wir hier unsere Basis bauen? Und dann einfach mit Teleportern arbeiten? Lass deinen Teleporter mal einfach hier. Ja, dann können wir immer besuchen gehen hier. Genau. Dann haben wir ja so Kaffeeküche. Okay, dann machen wir jetzt hier ein kleines Folgenpäuschen. So, ich springe jetzt da runter. 1, 2, 3. Trau dich. Das ist eigentlich egal, ohne Scheiß. Ja, aber ich finde ja meine Sachen. Wir können die doch holen wieder, ist ja der Teleporter. Aber ich habe so viel, ich beide umbringen. 90 Holz und über 99 Leaves, Alter. Oh, ist das tief. Voll gesammelt. Ich auch. 99 Leaves, aber nicht 90 Holz. Egal, lass es sein. Aber ja, wenn du stirbst, liegt dein Korpus da ja unten auf dem Boden. Das bedeutet mit Öl. Mit stirbst. So, dann liegt dein Körper ja auf dem Boden. Du kannst dann immer noch dein Zeug reinholen. Ja, das ist dann so eine Urne. Dann liegt da dein Zeug. Wenn du dann da wieder hinkommst, kannst du alles wiederholen. Nur zur Information. Aha. Nicht, dass wir uns jetzt umbringen wollen. Hm? Verabschiede dich. Also, was? Diese Folge wird niemals enden. Niemals! Okay, Freunde, in der nächsten Folge bauen wir dann mal so ein bisschen Häuschen und dann gucken wir mal weiter rum, was wir noch machen können. Leider hat diese Folge Überlänge. Ich entschuldige mich dafür, dass wir so geil sind und längere Folgen machen. Ja, weißt du, das gibt voll den Sinn. Ja. Weil wir immer 8 Clips in die Folgen machen, wisst ihr? Ja, das ist, ist auch egal. In der nächsten Folge bauen wir ein Häuschen und jetzt gehe ich erstmal was trinken. Ja, genau, mache ich auch irgendwie. Okay. Gibt ein Eistee. Okay, Procter & Gamble, ciao. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und ciao.